Okay. Skelette? Ernsthaft, stinknormale Skelette. So, abfackeln. Verkloppen. Den brauchen wir nicht so unbedingt. Also ja, da sind Golems. Hier waren Skelette in der Gruft. Ja. Fleisch aus der Gruft, okay. Ein Schlüssel. Hm. Interessant. So, ich könnte da lang gehen. Da sind Golem-Soldaten. Ich könnte da lang gehen. Da waren... Oh. Brecher. Hinrichten. Vom Hinrichten gehe ich einen Schritt zurück. Um die Dumm. Vom Hieb gehe ich auch einen Schritt zurück. Ja, vom Durchbohren kann ich keinen Schritt zurückgehen. Aber vom Hinrichten bin ich zu spät zurückgegangen. Okay. Mir ist jetzt alles gut. Den unterbreche ich mal, weil ich kann ja nicht so einfach weggehen. So. Ja. Ihr seid ganz nett. So, dann hauen wir die auch mal um. Ein bisschen mehr Heilung. Könnte nicht schaden, aber jetzt sind sie eh nur noch zwei. Jetzt sind sie nicht mehr so stark. Helm. Hm. Heilung. Ja gut, das ist der andere Weg gewesen, weil jetzt bin ich wieder hier oben. Da geht's lang und hier geht's auch lang. Tür.
Was steht da? Okay, das ist ein langer Text. In der Nachricht steht, ein Glück für dich, dass ich keine telepathischen Kräfte habe, denn sonst würde ich direkt in deinem Kopf zu dir sprechen, dich glauben machen, dass ich dein Freund sei und um viele Gefallen bitten, bis du irgendwann merkst, dass ich dein größter Feind bin. Was für eine unglaubliche Wendung das doch wäre, oder? Okay. Will ich jetzt da lang? Nein, das sieht aus wie der Bossfight. Raum. Treppen. Okay. Karte. Ich will die Karte haben. Oh, hi. Die Dummen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das nervig finde, dass die mich mit ihren Schilden unterbrechen können. Also gut, ich kann's auch, aber das heißt nicht, dass die es machen sollten. Ah. Da ist die Krypta wieder. Obwohl, ich sollte die da kaputt machen. Ah, ich habe euer Hinrichten unterbrochen. Edge Badge. So, gegen das Zerschlagen kann ich allerdings nicht machen. Nichts machen. Aber gegen das Hinrichten. Ja gut, wenn ich nur ein Feld weggehe, treffen sie trotzdem noch die vorderste Reihe. Ha. Sonst ist hier allerdings nichts außer Themen. Okay, nett. Okay. War hier nicht noch eine? Ach, die da. Okay, das macht die Falltüren da oben zu. Hm.
Das macht die wieder zu, okay. Okay. Wofür ist das hier? Ach, ist das eine getimte Sache hier, oder was? Also mal gucken. Das macht eine Tür da hinten auf. Okay. Ah, jetzt verstehe ich auch, wofür die Steine da sind. Natürlich brauche ich nicht alle. Also das macht eine Tür auf. Die da darf ich nicht besetzen. Die da macht auch eine Tür auf. Die macht eine Tür auf. Die macht die Tür zu. Okay. Die da macht auch die Tür zu. Okay, also weiß ich ungefähr, welche drei es sind. Das wollte ich so nicht. So, du. Du Wand hast mich gerade erschreckt. Du. Und du auch. Was müsste das dann so sein? Wir haben es in Secret geschafft. Nehmen wir sie trotzdem mal mit. Und du? Ja, auch wenn es ihre Stats runtersetzt, wäre das was für dich. So. Wieder überladen? Nein, ich bin noch gerade so nicht überladen. Okay. Das heißt, ich kann die wieder da reinpacken, weil ich die nicht mehr brauche. Ha. Stehen wir immer noch vor der Bretouille. Hier geht's nirgends lang. Dass ich da die Maps sehe. Aber nicht an sie rankomme. Außer ich gehe durch den Bosskampf. Sieht eigentlich fast danach aus. Ja. Okay. Hey, das ist Borrigato drüben. Er ist ein Hexer oder ein Beschwörer. Dabei ist keine Ahnung, wie er sich selbst nennt. Er ist ziemlich mächtig und ich kann dir, wenn du wünschst, etwas über seine Fähigkeiten erzählen.
Seine Haupttaktik besteht darin, sich wegzuteleportieren, wenn er in Nöten ist, einige Golems zu beschwören und sich selbst zu heilen. Wenn du an ihn herankommst, bevor er sich selbst heilt, wird das den Kampf einfacher machen. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Er ist auf jeden Fall nicht so tough wie die blöde Bestie von vorhin. Ja, du mich auch. Okay, er macht schwarzer Fluch. Verbleibende Zeit. GP über Sekunden. Okay, er frischt ihn nur immer auf. Er wird nicht stärker. Das ist schon mal gut. Und... Ah doch, er wird stärker. Er wirkt aber nur auf einen Charakter. Das ist gut. Dum. Ja, ich nehme den schwarzen Fluch einfach mal hin. Jetzt macht das Schattenblinzeln. Okay, wo portet er sich hin? Da drüben. Jetzt sollte ich ihn treten. Gut. Und erstmal die beiden loswerden. Gut. Den schwarzen Fluch kann ich leider nicht blocken. Den auch nicht. Ich sollte mal den nächsten blocken, weil langsam wird der Damage dann doch etwas zu hoch. Okay, jetzt geht auf die andere. Oh, ich kann die Regeneration jetzt nicht blocken. Okay, jetzt habe ich mich echt vertan. Oh, und seine Lakaien werden stärker. Ich lade nochmal neu, weil wenn seine Lakaien stärker werden mit jedem Mal, ist es blöd, wenn ich das... Ganz ehrlich, ich sollte seinen Schattenfluch ignorieren. Weil ich habe nur leider nur die eine Attacke. Außer ich kann mit der hier vielleicht. Nein, da ist er immun gegen. Okay. Ich habe leider wirklich nur diese eine Attacke zum Unterbrechen. Okay, auf sie kannst du den ersten schwarzen Fluch gerne machen. Okay, portet er sich gleich wieder dahin, ja. Jetzt warten wir, bis die Regeneration hoch genug gelaufen ist und hauen ihn dann. Okay. Oh, dass du so ungut aussiehst, ist nicht gut. Noch wirkt die Heilung dem Schatten, also der Tick dem Schattenfluch entgegen. Ach, was gut ist.
Thank you.